herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Sie ist Yagi. Jenny, hallo, schön, dass du da bist. Jenny hat den zweiten Schülergrad in Zoom Kampfkunst für Selbstverteidigung und Kampfsport erreicht. Und sie weiß noch nicht, was sie heute erwartet. In diesem Video möchte ich zeigen, meine Trainingsmethoden, die ich im Unterricht verwende. Meine Ambition ist, nicht die Menschen zu unterrichten, sondern denen zu helfen und die Fähigkeiten zu erzeugen, dass derjenige es gar nicht kennt und ich muss ganz wenig erklären und ganz wenig zeigen, sondern tun, machen, beugen und dann entsteht. Und wenn es so entsteht, dann ist das für mich Zeichen, okay, das war die richtige Trainingsmethode und heute probiere ich das mit der Jenny. Ich versuche mit ihrem zweiten Schülergrad die Techniken zu erzeugen, die viel später erst kommen. Und ich möchte jetzt auch nicht verraten, was es sein will, damit sie ja nicht vorbelastet ist und einfach es mitmacht, soweit wie es geht. Mit Arm nach vorne kreisen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nach hinten, wir beschleunigen das Ganze, bisschen in die Richtung, jawohl, sehr wichtig, das. Dann Arm und Stärken. Auf die Schulter, lass es ziehen, zurück, vom Zug nach hinten, vor, zurück, nach vorne, zurück. Dann klapp die Arme zusammen, nach, schön öffnen, nach oben, vor, genau, das heute ein bisschen schneller Durchgang, das ist sehr gut. Arme verschränken, Rumpfrotation, links, rechts, das ist ja wunderbar. Prima, das funktioniert ganz, ganz gut. Also mit dem Kopf kreisen in eine Richtung. In die andere Richtung. Locker. Arm, Handfläche nach oben, aus dem Handgelenk mit Spannung. Kreisen hier nach vorne, hervor. Tut das auch gut, wenn man so ein bisschen Probleme hat im Handgelenk. Dann die Ellbogen senken, nach außen gehen, öffnen. Und in die andere Richtung. Das Ganze auch mal abwechseln in die Richtung. Okay, dann nehmen wir Arme und kleine Koordination, Aufgabe. Links, vor, rechts, nach vorne, komplett einen Kreis, wumm, wumm. Bei solchen Aufgaben ist es wichtig, nicht zu denken, sondern einfach zu machen. Ja, wenn du denkst, bist du langsam. Okay, dann Hüfte auch noch ein bisschen, einfach aus dem Stand, ein bisschen nach vorne, wumm, hoch, zack, 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 hoch. Nach außen, lass die Arme nach vorne ausgestreckt. So, wenn du das Gleichgewicht verbessern willst, stell dich auf ein Bein. Nach vorne und mach die Augen zu. 8, 7, 6, 5, 4. Wenn du dann danach das mit offenen Augen machst, ja, wirst du merken, ist etwas einfacher. Links vor, genau, zum Beispiel. Du stehst ganz locker, lass die Arme locker runter. Ich drücke hier auf den Schulter und machst zack, zack. Dann gleich mit dem Schulter nachgeben. Schulter zuerst, Schulter zuerst, Schulter. Hier zurück. Das, 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 bumm, quack, sehr gut, bumm, quack. Beide funktionieren auch, ja, sehr gut. Ja, Körper geht mit, müssen dann wieder zur Mitte kommen, dass die Spannung hier ist, bumm, bumm, sehr gut. Und wenn ich hier drauf drücke, ist wie so ein Knopf. Ja, so, ich drücke da drauf und die Hand macht einfach zack, so nach oben halten. So, wir schon locker bleiben ein bisschen, ja, bumm, und Schulter geht trotzdem so minimal nach hinten. Und wieder locker lassen, ne? Also, bumm, genau. Ja, einfach die Hand hochnehmen. Dann zack, dass du die Abschlusslinie hältst. Bumm. Und eins. Schau mal, Körper geht nach, doch bist du hier, so ausgerichtet, hier ausgerichtet. Und wieder gerade, genau, hier mit dem Fuß drauf. Ja, du drückst so mit Handbein auf der Seite, das, ich bin hier, und auf der Seite, zack, das, einmal gepumpt nach da. Genau, dass die Arme erstmal locker, nur dass die Füße arbeiten. Natürlich, du gibst nach hier mit Schultern, pump raus, sehr gut. Jawohl, und pump, einmal nach da, sehr gut, prima. Und klack, in die Richtung, jawohl, pump. Quack.
mach es nur so weit rausgehen, dass du mit, wenn ich hier auf die rechte Seite drücke, dass du mit links mich hier noch mit Faust triffst und Ellbogen ist eingewinkelt und raus. Zack. Okay, super. Und dann oben wieder zur Mitte. Ja, gerade. Gerade bleiben. Zack. Das. Boom. Zurück. Boom. Zurück. Boom. Zurück. Pass auf, jetzt gleichzeitig. Du gehst raus. Schlägst auch, das passiert alles gleichzeitig, sondern Schlag und rausgehen sogar voraus, ja, bleib gerade stehen. Ich drück und am Ende nimmst du noch Knopf, die Hand hoch. Genau. Und hier und bam. Ja. Mhm. So, und zack, jawohl. Hier ist der Schutz für dich und da ist Kraft geht rein. Sehr schön. Ja, das üben wir so ein bisschen. Ja. Und hoch, zurück, hoch. Danach machst du vorwärts Schritt und noch eine Faust. Der Handsaum geht zum Faust. Genau, stehst da und eins, zwei und drei und jetzt rein und der Handsaum geht vor. Genau, also bam, bam, zu einem Bogen. Kurz, eins, zwei, genau, jawohl. Hier stehen bleiben, wieder gerade ausrichten und eins, zwei, prima. Genau, sammeln, ausrichten, jawohl. Und eins, zwei, sehr schön. Eins, zwei, gerade, eins, jetzt selbst gerade nicht korrigieren, genau, boom, boom, so, einmal, boom, schon sehr schön. Stell dir vor, hier ist die Wand, du machst so Ping-Pong, bist du drin. Ne? Ich gebe dir die Kraft, Kraft geht hier rein, du haust einmal, dann bang, bang. Genau, nach vorne bewegen, dass du immer nach vorne bist. Und hoch, und sehr gut. Ja. Und hoch, boom. Ausrichtung. Ja. Boom, boom, sehr gut, sehr gut. Ping-Pong, Pong, gleich ein Schritt. Ping-Pong. Komm, guck nicht auf die Füße. Ping, pong. Ja, sehr gut. Zack, pong. Alleine lernen von Techniken, es ist tot. Es muss auf Reflexe aufgebaut werden, Reflexe geschult werden. Und wenn der Körper die Reflexe nicht hat und nicht mitgeht, dann ist alles nur sehr mühsam und auswendig lernen. Wie in der Schule, auswendig lernen, abgeben, vergessen und nie es nutzen oder brauchen können. Wir wollen, dass es funktioniert und da arbeiten wir viel am Kern. Und die Techniken sind nur ein Beispiel, die uns helfen, die Fähigkeiten zu entwickeln. Genau. Die Seite nochmal, zack, lockern, boom, jawohl. Und gerade, prima, boom, boom. Ja. Oder die Seite, hoch, hoch, sehr gut. Genau. Ja. Hoch. Hier, lass die Arme erstmal locker. Jetzt pass auf, wenn ich, bevor ich kann, hier das habe, ja, gehst du raus, boom, Stoß, dann machst du das Gleiche, was du gemacht hast, bevor ich dich bewege.
das war, ohne dass ich es sagen muss, was wir heute machen. Also musstest du dich so einstellen, verändern, umstellen und jetzt, oder? Nein, die Grundtechnik kannte ich schon und dann musste ich dir halt nur anwenden, damit ich den abwehren konnte und vorwärts. Genau. Und was hast du erkannt in der ganzen Situation? Grundsätzlich ist es das Gleiche, was man noch am Anfang macht, einfach immer vorne drauf. Super, genau. Und auf was ist es aufgebaut? Auf die Reflexe. Reflexe müssen immer voraus geübt werden, dass das ganze Körper das macht, also da ist und dann die Techniken. Ansonsten ist es tot, wenn man versucht, ja, Schwinge abwehren, die Techniken nur dahinter, also hinzuhalten. Ja, aber eine Sache habe ich noch mit dir vor, ohne dass ich dir sage. Genau, wenn ich hier senke, jawohl, schlägst du, richtig? Wenn ich das mache, machst du Tanzen. So, die Handfläche, okay? Boom, minimal. Boom, das. Wenn ich den senke, machst du hier Tanzen. Zack, genau, wie in der ersten Form, dann wird der wird natürlich so nicht eingesetzt, aber das ist die Vorübung. Hoch, 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 hoch. Genau, so. Rumsau, Tanzen. Ne? Und wenn man so bleibt, das ist Tanzen. Okay? Ich mach das, gehst du gleich bei dem in die Flanke. Umschlagen, genau, richtig, okay. Hier Tanzau, raus, umschlagen. Aber wir machen so einzeln. Eins, zwei, super. Ne? Die Hand ist blockiert, die wird frei, du hörst dich frei bewegen, wunderbar. Mensch, zack, und Stoß, jawohl. Und zack, Stoß, sehr gut. Wumm, Stoß, prima. Wumm, Stoß. Bevor ich Druck gebe, raus und fahr. Genau, sehr gut. Und die Hand muss dann wieder hoch, okay. Du kannst sogar noch ein paar Mal schlagen. Du bist ja stark. Ich mache hier Druck. Eins, zwei. Jawohl. Ja, Tanken hoch. Kombiniert. Eigentlich Quan. Bam. Zweiter Hand hoch. Bam. Okay. So. Jawohl. Zwei. Ja, kannst du noch ein bisschen nach vorne schieben und dann geht es. Komme ich nach, greife ich die Seite, machen, bumm, bumm. Ja, das gleiche bleibt da. Und jetzt machst du es aktiv selbst. Genau. Kannst auch ein bisschen vornehmen, also so kann man es auch komplett. Und vor, bam, bam, genau. Ja, bumm, bumm, bumm. Prima. Bumm, 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 sehr gut. Bumm, bumm, bumm. Jawohl, wunderbar. Zweiten Schülergrad, schon auf dem dritten Schülergrad, heute Programm vom vierten Schülergrad, ohne zu wissen, was wir machen. Elemente waren dabei, sogar also dritte Schießaufsektion mit Quanzau und so weiter. Hier habe ich dir einen kleinen Einblick verschaffen, wie ich unterrichte. Die Trainingsmethode ist kein Geheimnis, es ist nur, doch es ist ein Geheimnis und das Geheimnis ist ganz einfach. Trainieren, 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 ganz viel unterrichten, verstehen, analysieren und sehr interessiert sein, den Menschen zu helfen und die Fähigkeiten zu entwickeln. Fähigkeiten müssen entstehen mit ganzem Körper. Es darf nicht auswendig gelernt werden oder nur auf die Technik fokussiert werden. Also die Technik zu lernen, das ist kein Ziel. Die Reflexe zu entwickeln und Fähigkeiten zu entwickeln, das ist das Ziel. Abonniere meinen Kanal, hinterlasse einen Kommentar, drück den Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Danke dir vielmals. Ciao. Ciao.